Was machst du mit mir? Dauert's noch lang? Gleich da. Jetzt. Überraschung. Was soll das? Seine Idee. Die Wahrheit. Seine Idee? Verräter. Ich brauch dich nicht als Kuppler, kapiert? Ich dachte ja nur, ihr habt euch so gut verstanden auf Nadjas Geburtstag. Ihr seid beide Single. Darum geht's nicht. Und nicht, dass du das falsch verstehst. Du bist ein netter Kerl. Ich suche mir meine Männer einfach nur gerne selbst aus. Und das hier ist schon hart billig. Was nickst du da so verständnisvoll? Du fandst die Idee doch gut. Das stimmt nicht. Hä? Als ob ich dich überredet hätte. Hast du. Erst mal wieder so typisch von dir. Ich kann mir genau vorstellen, wie das abgelaufen ist. Du redest immer so lange auf Leute ein, bis sie am Ende das machen, was du willst. Genau so war's. Du hättest doch einfach Nein sagen können. Eben nicht. Du bedrängst einen so lange, bis man einfach Ja sagen kann. Ich wäre niemals auf diese dämliche Idee hier gekommen. Das glaube ich. Ist deine Vorstellung von Romantik? Vielleicht. Vielleicht für einen Antrag, aber doch nicht für ein erstes Date und schon gar nicht, wenn du dabei bist. Ich wäre ja gleich gegangen. Das habe ich ihm auch gesagt. Was hättest du denn als erstes Date vorgeschlagen? Das habe ich dir doch schon zigmal gesagt. Ja? Habe ich vergessen. Das ist auch so eine Eigenschaft, die ich an dir hasse. Nie hörst du einem richtig zu. Ja, das ist so nervig, Daniel. Was? Okay, es tut mir leid. Ich habe es wirklich vergessen. Was hättest du denn jetzt als erstes Date vorgeschlagen, Tobi? Ich hätte Franka einfach gefragt, ob sie Lust hat, mit mir ein Eis essen zu gehen. So ein richtig süßes Teenager-Date. Halt's Maul! Ich liebe Eis essen. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.